Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um No Mercy. Ein südkoreanischer Action-Thriller, der jetzt bei uns auf DVD und Blu-ray rauskommt. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Aber ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Inae ist Bodyguard bzw. Personenschützerin und als dann eines Tages ihre Schwester nicht mehr von der Schule zurückkommt, stellt sie Nachforschungen an. Polizei und andere Behörden wollen ihr nicht helfen, dementsprechend muss sie das Ganze selbst in die Hand nehmen und gerät dann in ein Gangsterkonstrukt bzw. in eine Art Zuhälterring und muss da ihre Schwester irgendwie zum einen finden und möchte natürlich auch Rache nehmen an den Leuten, die ihrer Schwester das angetan haben. Das ist die Story, mehr ist es nicht. Und der Film ist super konfus erzählt. Also wir haben immer wieder Rückblenden mittendrin, die gar nicht so richtig deklariert sind als Rückblenden, sondern immer mal wieder so, wupp, jetzt vorher. Und du denkst dir so, hä? Ist das jetzt? Und dann springt sie wieder zurück. Und es ist immer so hin und her. Und man kann nicht genau verorten, ob das jetzt gerade aktuell ist oder früher damals war. Das ist manchmal sehr schwer zu identifizieren. Zudem ist es ultra schlecht geschrieben. Auf jeden Fall im Deutschen wirkt es so. Ich habe es jetzt nicht auf Koreanisch gesehen. Aber die Dialoge sind extrem oberflächlich schlecht. Und also es ist unterirdisch geschrieben einfach. Und insgesamt die ganze Erzählweise, weil auch die Action, komme ich bei der Technik gleich noch zu, nicht wirklich gut ist, ist das Ganze einfach so ein Konstrukt aus einem ultra trashigen Film, der sich auch noch viel zu ernst nimmt. Storytechnisch richtig unterirdisch. Ein von 5 Punkten ist einfach nicht gut geworden. Deshalb komme ich jetzt schon zum Schauspiel und da haben wir im Grunde eigentlich nur unbekannte Darsteller. Also die Hauptrolle hier gespielt von Lee Sing-young, die ist eigentlich okay in ihrem normalen Schauspiel, aber dann, wenn es an die Action geht, Dialoge richtig schrecklich. Der Hauptcast ist eigentlich hauptsächlich bekannt aus dem koreanischen Fernsehen, aus Serien und teilweise ein paar Kinofilmen, aber nichts Westliches. Alles eher asiatisch und dementsprechend aber qualitativ hier gar nichts, was man irgendwie an guten Schauspiel erkennen kann. Die Synchro ist unterirdisch, also es wirkt wirklich null passend, viele Stimmen. Die sind einfach so draufgeklatscht oftmals. Es wirkt einfach nicht gut. Dementsprechend auch da nicht wirklich gut, ein von 5 Punkten. Weiter geht's zur Technik. Da muss man sagen, der Film hat eigentlich Potenzial. Also die Leute, die den Film gemacht haben, da müsste man sagen, von der Kamera, manchmal ist es einfach solides Zeug. Dann kommt man zu den Action-Szenen und da ist es wild, abstrus, geschnitten, gedreht. Also geschnitten im Sinne von, dass es immer wieder so zwischen verschiedenen Szenen hin und her geschnitten wird, im Sinne von einmal so komischer Tilt-Shift-Effekt, wo nur eine Sache im Fokus ist, alles andere ist unscharf, dann wieder komische Kameraperspektiven da, also sehr komische Schnittfolge an vielen Stellen. Bei den Kameraperspektiven verstehe ich überhaupt nicht, was sie da gemacht haben. Klar, sie haben die Action an sich ganz schön gemacht, im Sinne von, dass sie lange stehende Kameraeinstellungen, oder nicht stehende, sondern lange Kameraeinstellungen am Stück haben. Das ist ganz gut, aber die Action wirkt einfach nur so, so flach. Die hauen einfach sich nicht wirklich auf die Fresse, vor allem der Film ist ab 18. Die schneiden oder zeigen in keiner Szene irgendwas, wenn was Schlimmes passiert. Das sieht man immer nur, das hört man immer nur. Und sehen tut man irgendwas anderes, meistens irgendwelche Gesichter von Leuten, die den Leuten eben was antun. Also, wird immer weggeschnitten. Nervig, deswegen 18er Ding, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, dann ist das Problem, dass die halt von der Action her super undynamisch sind. Im Sinne von, sie lassen lange Perspektiven stehen, aber dann wirken die so träge oftmals. Und vor allem, die Hauptfigur soll eine Personenschützerin sein und kämpft wie ein 12-jähriges Mädchen, so gefühlt. So. Null überlegt, schlecht choreografiert, das Ganze, also nee, dementsprechend da technisch, es wäre mehr drin gewesen, aber sie haben es halt einfach richtig versaut mit vielen Kameraeinstellungen und dementsprechend hier nur 2 von 5 Punkten, da wäre mehr drin gewesen, weil manche Szenen sind okay, aber viele sind einfach unterirdisch. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, der Trailer hat wesentlich mehr versprochen, als der Film am Ende gehalten hat. Es ist einfach ein Trash-Fest, sondern das gleiche im Sinne von schlechter Trash. Trash kann manchmal auch unterhaltsam lustig sein, hier ist es einfach schlecht gemacht.
Es sind schlechte unterirdische Dialoge, beschissen wirklich erzählt. Abstruse Geschichte, die irgendwie zusammengestrickt ist, so nach dem Motto, es hätten die alle 3 Monate mal ein bisschen weitergeschrieben an dem Skript und vergessen, was sie vorher erzählt haben. Und dann deswegen, ach, den können wir noch reinnehmen. Die haben viel zu viele verschiedene Charaktere, wo du am Ende denkst so, hä? Und dann super absurd an manchen Stellen. Schlechtes Schauspiel, unterirdische Synchro, schlechte Kämpfe. Also wirklich keine Empfehlung, definitiv nicht. 1 von 5 Punkten Empfehlung. Und insgesamt sind wir dann auch bei einer Wertung von 25 Punkten. Dementsprechend schlechter Film. Kann ich definitiv nicht empfehlen. Braucht ihr euch definitiv nicht zu Hause angucken. Also ich weiß nicht, wie dieser Film überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Also man muss sich das doch vorher angucken. Also das ist so ein Ding, was vielleicht, also nicht mal für Home-Video ist das gut genug. Das ist so ein Teil, was die Fernsehsender einkaufen, um das um 3 Uhr nachts zu zeigen. Also so im Sinne von, scheiß drauf, Hauptsache Content war billig, ne? Also gut ist dieser Film definitiv nicht. Und dementsprechend schaut ihn, müsst ihr euch nicht angucken. Also keine Empfehlung an dieser Stelle. Dementsprechend war es das. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf dem Kanal vorbei. Aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.